Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start. Und heute mache ich mal wieder ein kleines Video. Es geht wieder von der Serie Auf dem Weg der Heilung. Und ich habe jetzt echt schon lange kein Video mehr gemacht. Das vor der Kamera reden, das so richtig float, fehlt mir ein bisschen schwer. Aber ich habe mir jetzt einfach gedacht, ich setze die Kamera auf. Ich habe schon mehrere Versuche jetzt gemacht. Und jetzt habe ich mir einfach gedacht, drehe die Kamera auf und rede einfach ganz normal. Ihr seid auch nur Menschen, ihr versteht das, alles gut. Und ich kann auch Schnitz machen. Auf jeden Fall, wie geht's mir mit meiner Schizophrenie? Ich muss ehrlich sagen, die Schizophrenie spielt in meinem Leben eigentlich immer weniger eine Rolle, weil ich bin auf einem sehr guten Weg. So habe ich glaube ich eh schon mal gesagt, dass ich keine Stimmen von außen mehr höre, sondern nur mehr die laut werdenden Gedanken in meinem Kopf. Damit will ich sagen, dass ich quasi erkenne, dass das meine Gedanken sind. Meistens zumindest erkenne ich es. Es ist halt immer noch da, aber wie schon gesagt, ich will es nicht mehr so in den Vordergrund stehen, weil, wie schon gesagt, ich bin jetzt auf einem echt guten Weg. Ich bin jetzt beim BWO. Das ist der zweite Arbeitsmarkt. Da tue ich quasi einfach wieder ins Arbeiten reinkommen, weil ich will eine Lehre anfangen. Dieses Jahr noch. Hoffentlich wird es. Und ja, wie geht es mir sonst? Ich täglich meditieren, ich mache Sport und das hilft mir auf jeden Fall. Und ja, und auf jeden Fall will ich euch noch mitteilen, dass ich jetzt von der Schizophrenie ein bisschen weggehe. Man merkt man eh schon, aber ich will das einfach mehr hinter mir lassen. Ich meine, falls ihr irgendwelche Fragen habt zur Schizophrenie, falls euch irgendwas interessiert, ich mache auch gerne noch Videos drüber, aber nur wenn wirklich Anfragen sind. Und ich helfe euch gern weiter, dass ich das auch mit euch durchstehe, wenn ihr einen Bekannten habt oder selber schizophren erkrankt seid. Könnt ihr bei jederzeit auf Instagram schreiben oder in meine Kommentare. Ich werde versuchen, dass ich die so schnell wie möglich beantworte. Jetzt wieder schneller, weil ich mir nicht vorher immer wirklich jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde Zeit nehmen, dass ich mich um YouTube und Social Media kümmere. Weil ich will es wieder machen. Weil jetzt zum Beispiel das Video, ich meine, ich finde es einfach entspannend, es ist entspannend, es ist einfach cool vor der Kamera reden. Da kann man auch gut reflektieren, wie man so rüberkommt. Das ist echt nice. Okay, gibt es sonst noch ein Thema, liebe Freunde? Naja, wie schon gesagt, ich werde jetzt wieder schauen, dass ich wirklich jede Woche vielleicht ein Video zusammenkriege und dass ich wieder ins YouTube reinkomme und in Social Media. Und jetzt, wo ich mal Zeit zum Planen, wird hoffentlich gut. Aber ich bemühe mich jetzt. Auf jeden Fall, mit meiner Schizophrenie geht es immer weiter bergauf, also mit meiner Gesundheit. Ich habe jetzt sogar eine von meinen Leponex, habe ich eine halbe wegnehmen können. Und mir geht es gut damit. Ich merke auch, dass ich unter dem Tag teilweise ein bisschen mehr Energie habe. Wo in dieser Zeit habe ich wieder so Frühjahrsmüdigkeit, da geht es wahrscheinlich euch auch so. Ich kenne viele, die jetzt in dieser Zeit ein bisschen müder sind, auch unter dem Tag, aber ja, ist ja wurscht. Naja, hat mich mega gefreut, dass ich wieder mal ein Video für euch machen dürfen. Und jetzt wird eh hoffentlich wieder regelmäßig was kommen, weil es ist irgendwie meine Passion. Ich würde mehr so auf Action und Unterhaltung gehen jetzt. So ein bisschen das Leben mit euch entdecken und euch da mitnehmen und da muss ich einfach machen. Einfach machen, Leute. Das ist ein schönes Motto. Einfach machen. Just do it. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, das war's fürs Erste. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao, Freunde.